Hallo und herzlich willkommen zum Itemshop Watch bei guildnews.de. Mein Name ist Eklis und ich stelle euch heute das Gletscher-Holzfäller-Werkzeug vor. Heißt im Englischen Glacier Logging Tool, kostet 1000 Edelsteine und hat die Glyphe des Zeitmessers dabei. Diese garantiert mit einer 33%igen Chance, dass ein Abbau sofort gelingt. Ich habe leider die erste Aufnahme mit ohne Audio gemacht. Dementsprechend bin ich jetzt hier in freier Wildbahn und hoffe, dass alles gut geht. Schauen wir uns das mal Ganze an. Als allererstes mal natürlich in der Vorschau. Ablegen, Vorschau. So sieht es aus. Ohne den Zeitmesser-Effekt. Da gibt es leider keine Vorschau. Aber der Effekt ist nett. Ich hoffe, ich kann ihn euch demonstrieren. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3. Vielleicht habe ich Glück. 33%, ein Drittel. Könnte gut werden. Ausrüsten. Etwas seitlich stellen. Das ist der normale Effekt. Dann einmal da runter zum nächsten Knoten. Wie ihr seht, der normale Effekt ist auch schon schön. Nee, gerade tatsächlich kein Glück gehabt. Das heißt, wir müssen nochmal durch die Gegend pirschen und einen anderen Holzvorkommen suchen. Ein anderes Holzvorkommen. In Ohr ist der eine leider dauerbesetzt und der andere ist gerade umkämpft. Das ist jetzt sehr, sehr schlecht. Mal schauen. Nein, der möchte auch nicht. Ich will euch eigentlich nur diesen einen Effekt zeigen. Hätte ich nur nicht die erste Aufnahme verkackt. Da! Bitte sehr. Das ist der Effekt, den ich euch zeigen wollte. Ist der nicht wunderschön? Ah, vielleicht bekomme ich ihn jetzt nochmal hin. Bauen wir den hier noch ab. Auf jeden Fall. Man hört einen Glockenschlag und ein Chrono-ähnliches Symbol ist dabei. Was sehr, sehr schön ist. Was haltet ihr davon? Würdet ihr euch dieses Abbauwerkzeug nur für die Glyphe kaufen? Ja, nein, vielleicht? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ich probiere jetzt hier oben nochmal kurz mein Glück bei diesem Schößling. Nein, dann zum Abschluss nochmal einmal normal. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und tschüss.